Wann, warum und wie man das Motoröl wechselt. Motoröl schmiert die beweglichen Teile des Motors und verhindert so Verschleiß und Korrosion. Das Schmiermittel besteht aus einem Grundstoff und einer bestimmten Anzahl von Additiven. Diese Additive zersetzen sich im Laufe der Zeit, wenn der Motor läuft und auch wenn das Auto für längere Zeit nicht genutzt wird. Infolgedessen oxidiert das Öl und seine Viskosität ändert sich. Wenn das Altöl nicht rechtzeitig gewechselt wird, bilden sich Ablagerungen im Motor und die Teile werden anfällig für erhöhten Verschleiß. Deshalb ist ein rechtzeitiger Ölwechsel entscheidend für den reibungslosen Betrieb des Motors. Fachleute empfehlen, das Motoröl alle 7000 Kilometer oder alle 250 Motorstunden, mindestens aber einmal im Jahr zu wechseln. Wichtig: Bei ungünstigen Betriebsbedingungen kann das vorgesehene Intervall zwischen den Ölwechseln auch kürzer sein. Zum Beispiel längere Fahrten bei niedrigen Geschwindigkeiten und lange Leerlaufzeiten bei heißem Wetter. Dies führt dazu, dass das Öl überhitzt und sich schneller verschlechtert. Seltene Kurzstreckenfahrten im Winter. Unter diesen Bedingungen hat das Öl nicht die Zeit, sich rechtzeitig zu erwärmen und seine Schutzfunktion in vollem Umfang zu erfüllen. Fahrten in staubigen Gegenden. Ein verstopfter Luftfilter führt dazu, dass Fremdpartikel in den Motor gelangen, die wie Schleifmittel wirken und den Verschleiß von Kolben und Zylindern beschleunigen. Dadurch kann Öl in die Brennräume gelangen und der Ölverbrauch steigt drastisch an. Häufiges Transportieren, Ziehen von schweren Lasten. Die erhöhte Motorbelastung führt zu vorzeitiger Oxidation und Verdickung des Öls. Geländefahrten, Rutschen. Hohe Belastungen führen dazu, dass der Motor und infolgedessen auch das Öl überhitzt. Die Autodoc-App. Alle Autoteile zu den niedrigsten Preisen auf Ihrem Handy. Probieren Sie es selbst aus. Allgemeiner Verschleiß der Motorteile durch eine hohe Laufleistung des Fahrzeugs. Motoren mit hoher Laufleistung haben oft verstopfte Ölkanäle, wodurch Metallspäne das Schmiermittel verunreinigen können. Bei stark verschlissenen Zylindern, Kolben und zugehörigen Teilen gelangen Verbrennungsprodukte in das Kurbelgehäuse des Motors und vermischen sich mit dem Öl, was dessen Eigenschaften beeinträchtigt. Eines der Anzeichen dafür, dass es an der Zeit ist, das Schmiermittel zu wechseln, ist ein plötzliches Absinken des Motorölstands. Steigt der Ölstand hingegen an, gelangt wahrscheinlich Kühlmittel in den Schmiermittelkreislauf. In diesem Fall kann eine weiße oder blassgelbe, milchige Substanz auf dem Ölmessstab und dem Öleinfülldeckel erscheinen. Die Schmiermittelmenge kann sich auch erhöhen, wenn Kraftstoff in den Ölkreislauf eindringt. Dies lässt sich an einem ausgeprägten, starken Geruch erkennen, der nicht typisch für Öl ist. Wenn das Öl am Messstab wie Wasser abläuft oder zu dickflüssig geworden ist und übel riecht, kann es nicht mehr verwendet werden. Wichtig: Sind Komponenten oder Baugruppen des Fahrzeugs defekt, solltest du das Fahrzeug vor dem Ölwechsel reparieren. Du kannst das Motoröl selbst wechseln. Befolge einfach diese Schritte. Lege die benötigten Materialien und Werkzeuge bereit. Starte den Motor und lass ihn eine Weile laufen, damit das Öl flüssiger wird, und schalte ihn dann wieder aus. Hebe das Auto mit einer Hebebühne an oder fahre es auf eine Wartungsrampe bzw. über eine Werkstattgrube und aktiviere die Handbremse. Trage persönliche Schutzausrüstung. Stelle einen Behälter für Altöl unter den Motor. Schraube den Öleinfülldeckel ab. Schraube die Ablassschraube und den Ölfilter mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig heraus. Warte, bis das alte Öl vollständig abgelaufen ist. Setze einen neuen Ölfilter ein, nachdem du seine Dichtung mit Öl geschmiert hast. Schraube den Filter und die Ablassschraube ein und ziehe sie fest. Entferne ausgelaufenes Öl mit einem Lappen vom Motorgehäuse. Fülle die erforderliche Menge an frischem Motoröl durch den Öleinfüllstutzen ein.
Prüfe den Motorölstand. Wichtige Punkte, die beim Motorölwechsel zu beachten sind. Wird der Ölfilter beim Motorölwechsel nicht mit ausgetauscht, vermischen sich Verunreinigungen aus dem alten Filter schnell mit dem neuen Schmiermittel. Zum Entfernen eines Ölwechselfilters wird häufig ein spezieller Schraubenschlüssel verwendet. Es wird jedoch nicht empfohlen, ihn beim Einbau eines neuen Teils zu verwenden, da er das Filtergehäuse verformen und Leckagen verursachen kann. Verbrauchsmaterialien sollten von hoher Qualität sein und den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers genau entsprechen. Ein regelmäßiger Wechsel von Motoröl und Ölfilter gewährleistet eine hohe Motorleistung und verlängert die Lebensdauer des Motors.